Herzlich willkommen zum nächsten Schachblock. In diesem Schachblock möchte ich eine Partie analysieren von mir. Oh, ich merke gerade, das Schachbrett ist ein bisschen falsch. So, nämlich gespielt auf der Schacharena im Turnier Schacharena Mannschaftsmeisterschaft. Ja, Bedenkzeit 60 Minuten und einfach mal rein. E4, E6. Französisch war ich auch darauf vorbereitet. Also erstmal ganz normal: D4, D5, Springer C3, Springer F6. Ich wusste, dass das mein Gegner spielt. Und Läufer G5, Läufer E7. Läufer E7, ganz klar, um hier die Fesselung aufzuheben. Auch gegen E5. So, jetzt kommt trotzdem E5. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann Springer E4 spielen. Ja doch, man kann Springer E4 spielen oder Springer D7. Gut, Springer D7, H4. Gut, jetzt gibt es hier auch wieder mehrere Möglichkeiten. Man kann kurz sortieren, kann logischerweise rausnehmen, kann H6 spielen. Gegner hat H6 gespielt. Ja, auf E7 nehmen, ganz klar. Und F4, um das Zentrum zu stützen. Deutsch ist irgendwie gerade ein bisschen schwer. Um das Zentrum zu stützen, da Schwarz natürlich in näherer Zukunft vorhat, Ideen mit C5 zu spielen. Und dann wird der Bauer auf E5 ziemlich schwach, wenn F4 nicht auf dem Brett ist. Gut. Als nächstes folgt der A6, um das breite C5 vor gegen Springer B5. Das hätte dann ziemlich mies gedroht hier. Dame G4 greift den Bauern auf G7 an. Schwarz deckt den mit kurzer Rochade. Und ich roch hier lang. Und die Stellung hat mir ziemlich gut gefallen. Gute Angriffschancen hier für beide Seiten, kann man sagen. Und ja, jetzt folgt der C5. Springer GE2, damit ich, wenn er hier rausnimmt, mit dem Springer wieder schlagen kann. Ja, C schlägt D4. Ist der erste Zug, den ich nicht mehr vorbereitet hatte, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, der Gegner spielt hier Springer C6. Aber der Gegner hat hier, glaube ich, vielleicht irgendwas vertauscht. Er schlägt erst hier raus. Gut, dann nehme ich mit dem Springer wieder, sieht logisch aus. Und jetzt spielt der Springer C6. Und hier habe ich das erste Mal länger nachgedacht. Ich überlegt habe, was gibt es hier für Unterschiede zwischen meiner Vorbereitung und dem, was jetzt gekommen ist. Ja, und am besten pausiert ihr jetzt mal das Video, um zu gucken, was ihr denn hier in dieser Position gespielt hättet. Und ja, dann zeige ich gleich, was ich gespielt habe. So, jetzt zeige ich mal, was ich gespielt habe. Und ich hoffe, den Zug habt ihr auch gefunden und auch hättet ihr auch gespielt, nämlich Springer schlägt D5, gewinnt einen Bauern mit der Idee, dass E schlägt D5 an Springer F5 scheitert, die Dame hängt und ist tot matt. Unverhinderbar, Dame F6 ist nichts, weil dann die Dame einfach ausgeschlagen wird. Gut, das habe ich jetzt, die weiteren Züge habe ich tatsächlich sogar alle gesehen. Dame C5, greift beide Springer an, aber der Springer kann einfach nach B3 zurückziehen, greift die Dame an, die kann den Springer jetzt nicht rausschlagen, weil er vom Turm gedeckt. Und ja, die Dame hat gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Felder sind nur noch F2 und A7. Der Gegner hat sich dann für A7 entschieden. Und ja, hier war ich ziemlich zufrieden mit meiner Stellung. Natürlich, ich habe einen Bauern mehr. Die Dame steht auf A7. Er ist hier nicht entwickelt. Könnte schlechter gelaufen sein. Gut, jetzt die nächste Frage ist natürlich, was ziehe ich jetzt? Die Springer hängt. Aber gleich machen wir das weg. Der Springer hängt. Und ja, zurückziehen möchtest du ihn nicht. Weil Springer C, okay, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Springer C3, Springer C3, Springer E4. Aber es gibt eine bessere Möglichkeit, nämlich eine Angriffsmöglichkeit. Springer C7 ist natürlich nichts, weil dann sperrst du einfach deinen eigenen Springer ein. Turm B8 und der Springer hat keine Felder mehr. Ist zwar noch nicht angegriffen, aber das passiert bestimmt noch. Aber ein Zug nach vorne ist der Zug Springer F6. Zwingt den Schwarzen hier den Springer mit dem Springer rauszuschlagen. Da, wenn er mit dem König zieht, einfach sein Springer rausgeschlagen wird und der hängt. Das heißt, Springer schlägt F6, Bauer schlägt F6, droht matt. Schwarz muss verhindern mit G6. Und jetzt habe ich Dame G3 gezogen. Mit der Idee, dass, also hier dachte ich, bis hierhin habe ich die Stellung nach Springer schlägt D5 gesehen. Aber hier dachte ich dann in meinen Berechnungen nach Springer schlägt D5, dass ich Läufer D3 oder sowas spielen kann oder H5. Aber als ich dann die Stellung auf dem Brett hatte, ist mir aufgefallen, dass E5 doch ein bisschen unangenehm ist, da es einfach den Läufer mit Tempo entwickelt auf die Dame. Deshalb habe ich die Dame
wollte ich meine Dame ziehen oder halt irgendwie E5 verhindern. Ja, und der einfachste Weg, E5 irgendwie ein bisschen rauszunehmen, ist natürlich die Dame aus der Linie wegzubewegen. Jetzt ist die Frage, wohin mit der Dame? Wird recht schnell klar, man möchte natürlich auf der Diagonale mit dem, auf der Diagonale, auf der Linie mit dem König bleiben. Und Dame G3 hat den Vorteil, dass es die Einbruchsfelder der gegnerischen Dame abdeckt. Dame E3 funktioniert nicht mehr, Dame F2 funktioniert auch nicht mehr. Und ja, der Gegner hat mich jetzt überrascht mit E5. Opfert hier einen Bauern. Ja, den muss ich und kann ich, denke ich mal, vorausnehmen. Und er entwickelt sich jetzt hier weiter mit Läufer F5. Ja, und jetzt habe ich mir so die Stellung angeguckt und dachte, na gut, ich habe jetzt inzwischen schon zwei Bauern mehr. Der Läufer ist hier noch nicht entwickelt. Der Läufer verteidigt eigentlich recht gut gegen G6. Und ja, warum nicht Läufer D3? Also habe ich auch Läufer D3 gezogen. Worüber ich noch nachgedacht hatte, war Läufer C4. Der steht jetzt hier recht aktiv. Nach B5 könnte ich hier, also wenn B5 kommen sollte irgendwann, könnte ich nach D5 gehen. Und steht ja doch recht sicher. Gefolgt hier nach Läufer C4 vielleicht von Dame F4 und G4. Aber im Endeffekt hat mir der Zug da doch nicht so gefallen, weil Turm C8. Der Springer droht Abzüge und so angenehm ist es dann alles nicht. Ein anderer guter Zug in der Stellung wäre auch Dame F4 gewesen. Mit der Idee hier einfach G4 weiterzuspielen. Da haben wir einen ziemlich guten Angriff. Na gut, ich habe mich für Läufer D3 entschieden. Tausche den Läufer hier ab. Hat er auch gemacht. Läufer schlägt D3. Turm schlägt D3. Und Turm FE8 greift hier nochmal meinen Bauern an. Den muss ich natürlich decken. Die Frage ist, wie? Eine Figur ist noch nicht von mir im Spiel. Nämlich der Turm hier. Deshalb habe ich den nach E1 gezogen. Deckt natürlich den Bauern und bringt den Turm ein bisschen aktiver ins Spiel. Gegner spielt jetzt Turm E6. Verhindert, dass ich Ideen. Ich hätte ja hier auch Ideen, wenn er hier irgendeinen Nullzug macht wie B6. Habe ich halt auch Ideen mit E6. Und dann hängt G6, wenn er den mit dem Bauern nimmt oder mit dem Turm. Und das ist ziemlich, ziemlich unangenehm. Ja. Deshalb Turm E6 blockiert das Ganze. Und gut, jetzt hatte ich wieder. Ja, hatte ich wieder eine längere Pause eingelegt zum Nachdenken. Was mache ich jetzt? Steht hier alles recht blockiert und Auswahlmöglichkeiten waren erstmal, mein Springer hier macht noch nicht so viel. Ich würde jetzt, und ich würde natürlich gerne Figuren tauschen, da ich ja zwei Bauern mehr habe. Das heißt, die Idee, die mir gekommen ist, wäre, der Springer auf C5 wäre richtig schön, weil der dann den Turm, der hier blockiert, wieder angreift und der muss dann ziehen. Und das sieht alles ziemlich, ziemlich gut aus. Also, wie kriege ich es hin, dass ich meinen Springer nach C5 kriege? Mit Turm D5. Da habe ich ja gesehen, dass dann natürlich B6 wahrscheinlich kommen wird. Ja, erstmal B6 auf der einen Seite gegen Springer C5. Und was unangenehmes macht, Turm D5 ist natürlich da sofort die Angriff Springer B4. Turm ist angegriffen, muss wieder ziehen. Ja, und dann habe ich eigentlich nicht viel. Ich könnte natürlich nach D7 gehen und meine Stellung ist auf keinen Fall schlecht, aber A2 hängt mit Schach. Ja, und deshalb funktioniert das Ganze eher weniger. Aber ich wollte trotzdem irgendwie meinen Springer nach C5 oder theoretisch sogar. Ja, genau, dann habe ich gesehen, wenn ich meinen Turm D5, wenn ich die Idee ein bisschen verlängere, Turm D5 und dann ganz theoretisch Springer B4 nicht in der Luft wäre und B6 spielen könnte. Ja, ich zeig's mal. Wenn er jetzt hier Springer B4 nicht drin wäre, dann spielt er B6, um Springer C5 zu verhindern und dann könnte ich Springer D4 machen. Tausche den Springer hier ab. Der Springer, der greift meinen Bauern recht unangenehm an und mein Springer hier macht nichts. Das heißt, und ich habe zwei Bauern mehr, das heißt, mit dem Tausch bin ich recht zufrieden. Das heißt, ich habe Dame F4 gezogen. Dame F4 greift den Bauern auf H6 an, zwingt ihn also zum Ziehen. Und ja, er hat hier König H7, oder er hat König H7 gespielt, um den Bauern zu decken. Ein besserer Zug wäre gewesen Turm A8. Ja, dann ich zeige kurz eine kleine Variante. Er nimmt den raus, ich nehme ihn weg. Zack, 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 Schach. Schach, zack, Schach und er nimmt den weg.
Ja, na gut, aber ich denke, im Endeffekt ist das immer noch gewonnen für den Weißen. Ist hier ziemlich lang, aber das ist auf jeden Fall gewonnen dann für den Weißen. Ja, man merkt, das ist eine kopierte Variante. Gut, deshalb König H7 ist menschlicher, deckt den Bauern einfach. Wobei die andere wahrscheinlich praktisch besser gewesen wäre, weil man hat ziemlich viele Bauern hier eingesammeln können. Ja gut, die Idee von Dame F4 war auch noch, erstmal greift den H6 an und überdeckt das Feld B4. In der Idee, die ich mit Turm D5 entwickelt hatte, habe ich das ja gesehen, dass er dann nach B4 gehen kann. Deshalb habe ich nach einem Zug gesucht, der das abdeckt. Und Dame F4 bot sich an, weil es mit Tempo ist. Ja, weil er König H7 einstreuen muss. Deckt den Bauern. Jetzt habe ich Turm D5 gezogen. Ein besserer Zug wäre tatsächlich sogar der logische Zug Turm D7 gewesen. Greift den Bauern auf F7 an. Ja, es ist ganz einfach, der Zug Turm D7. Hoppala. Greift den Bauern auf F7 an. Und ja, Turm F8 sieht halt ziemlich passiv aus, ja. König kann nicht zurück, weil der H6 Bauer hängt. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich gute Option gewesen. Und eigentlich heißt es ja sogar auch, wenn man die Möglichkeit hat, oder man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, seine Türme auf die siebte Reihe zu stellen, dann sollte man das auch meistens machen. Meistens ist es nicht schlecht. Na gut, ich habe es in der Situation nicht gemacht, vielleicht weil ich einfach zu sehr an meinen Plan gehangen habe mit Turm D5 und Springer C5 Ideen. Tatsächlich ist jetzt auch B6 gefolgt und Springer D4 konnte ich dann ziehen. Ja, zwingt ihn zum Rausnehmen und Dame schlägt D4. Und die Stellung habe ich gesehen, nachdem ich, als ich an Dame F4 hier gerechnet habe und dachte, ja, das ist doch super hier. Ich drohe Turm D7 mit dem Gewinn des F7 Bauerns. Und er muss jetzt sowas wie vielleicht Turm B8 oder Turm C8 spielen. Gegner hat allerdings B5 gespielt. Ja, möchte hier die Dame abtauschen. Das möchte ich eigentlich nicht, weil meine Dame steht hier auf der D-Linie hinter dem Turm ziemlich aktiv. Das heißt, Dame C2 zurück. Gegen D2 ist hoppala. Da möchte sie natürlich nicht hin. D2 ist, denke ich, das beste Feld mit, weil es einfach gegen die Einbruchsfelder ist. Dame E3 und Dame F2. Gut, der Gegner spielt Turm F8 gegen die Idee Turm D7. Gut, und jetzt ist die Frage, wie setzt man hier fort? Ja, und ich habe hier erstmal überlegt, was passiert, wenn ich die Damen tausche. Also stellen wir uns einfach mal vor, die Damen wären hier nicht auf dem Brett. Dann würde der Ge und der Gegner wäre dran, weil ich die Dame mit dem Turm zurückgeschlagen habe. Sagen wir zum Beispiel Turm D7, Dame C5, Dame D5, Dame schlägt, Turm schlägt. Dann ist der Gegner dran, der spielt Turm E8 und jetzt würde ich ja gerne mit meinem König ranlaufen, um den, warte, ich zeige das mal einfach, dann ist es besser. Also sagen wir Turm D7, Dame C5, Dame D5. Sagen wir, macht das alles so, wie ich das denke. Und jetzt greift ihr hier den Bauern an. Und die Idee von mir war jetzt eigentlich, oder was ich vorhatte, war mit dem König heranzulaufen. Keine Ahnung, ihr macht hier irgendwelche Flugzeuge und ich wollte hier ranlaufen. Aber das Ganze scheitert dann natürlich, wenn an der, das hier an der Stelle Turm steht F6 funktioniert, da ich nicht wieder nehmen kann, dann mein Turm auch hängt. Und da ich halt geguckt habe, was passiert nach dem Damentausch, bin ich auf den Zug, voilà, G4 gekommen. G4 hat die Idee, einfach später vielleicht mal G5 zu spielen. Dann ist der Bauch gedeckt und ich kann die Damen tauschen, mit meinem König halt ranlaufen, den Bauern decken. Dann habe ich hier einen aktiven Turm, der eigentlich hin und her ziehen kann und irgendwas machen kann. Ja, das war so der Plan. Gegner spielt dann hier Dame C7, greift den nochmal an. Gut, und jetzt habe ich nochmal nachgedacht und wollte mich entscheiden, ob ich jetzt G5 spiele oder was anderes. Und hier habe ich eine Idee gesehen, dass ich vielleicht auch mal mit H5 fortsetzen kann. Einfach, wenn jetzt alles nach Traum läuft, H5, spielt er G5, spiele ich Turm F1. Will ich Turm F5 spielen und auf G5 opfern.
Alles natürlich im Idealfall, falls es irgendwie klappen sollte. Der Plan ist natürlich ziemlich traumhaft und wird nie im Leben funktionieren. Aber ich muss das alles erklären, damit ich meinen nächsten Zug erklären kann. Nächster Zug war nämlich B3. B3 war einfach ein Fluchtfeld, weil ich, wenn ich jetzt direkt H5 spiele, nach G5 Turm F1, meiner Meinung nach Probleme kriege nach zum Beispiel Dame B6, weil danach Turm F8, hier Dame G1 die Damen tauscht. Ja, und dann habe ich mich hier eine ziemlich doofe Stellung manövriert, also würde besser gehen. Jetzt muss ich hier die Damen tauschen und das wäre unangenehm gewesen. Deshalb habe ich an der Stelle B3 gezogen, um mit meinem König wegzugehen. Was natürlich auch daran scheitert, dass, hoppala, Dame C6 hat er gezogen, wenn jetzt zum Beispiel, ah ne, er muss ja noch ein paar Flippenzüge machen. Wenn er jetzt zum Beispiel Dame B6 spielt, ich dann H5, G5, Turm F1 und er dann hier wieder irgendwas macht, er kann gar nicht ziehen, aber wenn er zum Beispiel nach A7 zurückgeht und ich dann Turm F1 spiele, Turm F1, Turm F5, hängt halt der im Anschluss und ich muss wieder die Damen tauschen. Das heißt, B3 hat nichts, irgendwie nicht sehr viel gebracht in der Hinsicht von dem Plan H5 zu spielen. B3 ist aber trotzdem kein schlechter Zug. Bereite ich später vielleicht mal, wenn die Damen getauscht sind, C4 vor. Macht dem König ja ein Luftloch, dass die Dame sich auch freier, dass die Dame sich auch bewegen kann, dass hier nicht mehr so viele Grundreihen Schachs drohen. Ja. Das heißt, B3 war jetzt auch kein schlechter Zug. Muss ich jetzt nur mal ein bisschen begründen, warum ich den jetzt an der Stelle gezogen habe. Waren ein paar Gespenster, die ich da gesehen habe. Gut, der Gegner spielt jetzt Dame C6. Was mir eigentlich recht entgegenkommt, denn ich habe ja G4 gezogen, wie ich auch schon erläutert habe, um dann G5 zu spielen, um dann die Damen zu tauschen. Und an der Stelle habe ich jetzt auch G5 gezogen, um den Bauern halt auf, wie gesagt, wie vorhin schon erläutert, den Bauern auf F6 nach dem Damentausch zu decken. Der Gegner muss H5 spielen und jetzt erleichtert mir der Dame C6-Zug ein bisschen den Damentausch, finde ich. Weil jetzt spiele ich hier Turm D6. Und ja, wenn er rausschlägt, entsprechend Dame schlägt, Bauer schlägt, Turm D8, Turm E7, König G8 funktioniert nicht, weil da kommt D7 und das ist einfach raus. Turm schlägt, König dorthin, ja, und das ist einfach vorbei. Der Bauer hängt undeckbar, er kann vielleicht noch sowas machen, aber das sollte auf jeden Fall gewonnen sein. Gut, der Gegner hat nach Turm D6, wo ich so zu einem Tausch einleiten wollte, nicht getauscht, sondern Dame C8 gespielt. Gut, dann nehme ich halt trotzdem auf E6 raus, er nimmt mit der Dame wieder. Und ich spiele halt trotzdem den Plan weiter mit Dame D6. Gleiche Stellung, wenn er jetzt hier rausnimmt, wie eben schon erläutert. Deshalb zieht er hier Turm E8. Ja, und jetzt dachte ich mir, okay, zwei Bauern mehr. Das sollte doch einfach gewonnen sein. Einfach gewonnen. Aber, ja, ist es so schön. Am schwersten zu gewinnen sind die gewonnenen Stellungen. Turm E4, einfach damit mein König ranlaufen kann und nicht, weil ich muss ja, ich will ja den Bauern decken und da will ich mich nicht nach D4 stellen, weil ich dann die offene Linie für meinen Turm blockiere. Und wenn ich hier König D2, König E3 spiele, dann schlägt er mir den einfach raus. Deshalb hier Turm E4, um meinem König hier diese Strecke zu erlauben und dann Turm dorthin zu spielen. Deshalb Turm E4. Er fängt an, auch mit seinem König ranzulaufen. König G8, König D2, König F8, König E3, König E8, König F4. Jetzt kommt A5. Ja. A5, weil er hier nicht mehr sehr viele Züge hat. Und jetzt hatte ich ein bisschen Angst vor Turm C6 und habe deshalb C4 gespielt. Ja, B schlägt C4. Turm schlägt C4, König D7. Ja, und die Stellung sollte eigentlich einfach gewonnen sein, aber ich weiß nicht. Ab hier, 40. Zug, keine Ahnung, war irgendwie, habe ich angefangen, ziemlich Mist zu bauen. Die Partie bis dato war ja eigentlich ziemlich schön von mir, oder was heißt schön? Habe ich gut gespielt, wie ich finde. Ganz habe ich angefangen, Mist zu bauen. König E4 möchte hier einfach näher ans Geschehen ran. Und er macht Turm B6. Ja, und die
Frage ist halt, wie macht man hier, wie kommt man weiter? Habe ich mich ziemlich doof angestellt. Jetzt mal Turm A4 gespielt, greift den Bauern an, der kann aber einfach gedeckt werden von Turm B5. Dann habe ich Turm D4 zurückgespielt. Und der König geht zurück nach E8. Und jetzt habe ich König F4 gespielt, mit der Idee, dass er jetzt seinen Turm ziehen muss. Und wenn er den nach C5 zieht, wie er es getan hat, dann kann ich B4 spielen und alles abtauschen. Ja, gut. Er nimmt raus, ich nehme wieder. Ein bisschen Angst hatte ich hier vor Turm C2, aber dann kann ich trotzdem einfach A4 spielen und das gewinnt. Gut, es kam Turm C7. Gut, ich hätte es halt trotzdem A4 gespielt. So. Turm A7 greift den Bauern an. Ich habe wieder ein bisschen Probleme, wie ich weitermachen soll. König E4, König D7, Turm D4 Schach, König E8 zurück, König D5. Jetzt fange ich an zu laufen und die Stellung ist einfach zu 100% gewonnen. Ja. Man sollte die Stellung eigentlich im Schlaf gewinnen können. Aber irgendwie kann ich das im Schlaf noch nicht gewinnen, denn ich bin ziemlich eingeschlafen. Denn jetzt König D6, alles ganz normal. Er spielt König F8. Rennt hier rüber. Weil ich meine, was soll er hier anderes machen? Ja, er kann einfach nichts mehr ziehen. König C7, noch alles in Ordnung. Er rennt hier rüber, muss ja verhindern, er muss das Schachmatt verhindern, was droht. Das heißt, er rennt hier nach H7. Turm D8, König H7. Und er spielt Turm. Also, da, gut. Und hier war halt die Frage, was spiele ich jetzt? Und der beste Zug wäre hier einfach E6 gewesen. Und E6 gewinnt einfach so einfach. Ja, schauen wir uns hier an. E6 ist halt einfach der einfachste Sieg, ja. Hoppala, jetzt bin ich schon zu weit gegangen. Jetzt habe ich alles verraten. Nein. Na gut, gucken wir uns nochmal zu der Stelle an, wo ich so richtig schön alles weggeworfen habe, die ganze Arbeit weggeworfen. Nämlich, ich hatte jetzt die Idee, oh, guck mal, ich kann einfach diesen Bauern auf F7 gewinnen, indem ich Turm F8 spiele. Ja? Und ich kann mich jetzt tatsächlich immer noch an meinen Gedankengang erinnern, der ziemlich doof ist. Ja, ich spiele Turm F8, super, der König kann nicht mehr ziehen. Und das heißt, ich gewinne einfach forciert den Bauern auf F7 und dann rennt der Bauer auf E einfach so schnell wie möglich doof. Das heißt, ich spiele jetzt einfach Turm F8, greife den Bauern dort an. Ja, er nimmt hier raus, dann mich auf F7 raus, König G8 oder König H8, eher gesagt. Dann und ich habe einfach gewonnen. Gut, das heißt, ich spiele frohlockend Turm F8. Und genau da, als ich Turm F8 gespielt habe, fällt es mir auf. Kennt wahrscheinlich jeder. Man macht einen Zug und fällt danach, wenn man, gerade als man ihn gezogen hat, fällt einem sofort auf, warum der Zug, muss man einfach sagen, scheiße ist. Ja? Der Zug ist ganz einfach scheiße, weil der König ja nicht mehr ziehen kann, wie ich auch in meinen Berechnungen tatsächlich schlauerweise festgestellt habe. Und wenn der König nicht mehr ziehen kann, kann er mir die ganze Zeit Schach geben. Ja. Ziemlich doof gelaufen. Er kann mir halt überall Schach geben und ich kann nichts mehr machen, ja. Hab hier ein bisschen sinnlos rumgezogen, weil ich mich geärgert habe. Ja, und hier. An der Stelle hatte ich noch eine Idee, ja? Die letzte Chance. Es gibt noch eine Chance, einen letzten Trick. Ich renne hier hin und er steckt hier raus. Und jetzt hat sein Bauer auf einmal wieder eine Möglichkeit zu laufen. Ja. Und wie ich sagen, am Ende gewinne ich halt doch noch mit extrem schlechter Technik von mir selber. Er nimmt auf A4. Ich nehme auf S7, na gut, und jetzt gewinne ich halt die Bauern und hier hat er dann aufgegeben, was ja auch verständlich ist. Matt in 17, sagt der Computer, hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden, aber ist ja auch egal. Ja, und sowas ärgert einen halt richtig und ärgert mich immer noch richtig. Ich meine, wie kann man so inkompetent sein? Ich meine, ich spiele so eine ordentliche Partie. Ich meine, ich habe ihn eigentlich, man kann es schon sagen, ich habe ihn ziemlich überspielt. Ja, und dann halt so ein Patzer, ja, sowas darf einfach,
Sowas darf einfach nicht passieren. Na gut, es war nur eine Partie online, ja, also halb so wild, kein DWZ-gewertetes Partie oder so. Ja, das war ein weiteres Video auf dem Weg zum FM-Titel. Wenn ich weiter so rumpatze mit Turm F8, dann wird das wahrscheinlich nichts mit dem FM-Titel. Aber ich hoffe, ich kann so eine Fehler noch ausmerzen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Kommentar oder ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ja, bis zum nächsten Video.